Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge Nummer 62 von Oxygen Not Included. Ja, wir wollen gleich hier in den Drucker reingucken, schauen, was dahinter steckt, ob wir da was Brauchbares finden. Ich denke, wir gucken das Intro und dann schauen wir, dass wir da keinen Dupe nehmen, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir doch da mal rein, ne? Was gibt's denn hier so Schönes? Wähle eine Blaupause. Oh, Pufflets, das ist doch genau das, was wir brauchen. Aber an der falschen Stelle wird er dann da rauskommen, ne? Da werden wir wieder einen Haufen Arbeit mit haben. Aber eigentlich ist es ganz gut, dass der kommt. Komm, wir drucken den, egal. Gut, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den irgendwo darüber kriegen, ne? Wer wäre denn der beste Weg? Ach, wir haben das mal schon mal offen gehabt, nach unten irgendwie, ne? Aber das ist nicht mehr so. Rein theoretisch muss er nach rechts. Und dann hier unten durch. Wahrscheinlich sogar hierhin besser. Dann werden wir das mal so machen, ne? Das ist die Tür, die jetzt offen sein muss. Und dann hat der mir Mordrak noch geschrieben, der sich den Spielstand hier runtergeladen hat und geguckt hat, was hier so falsch läuft. Und das wäre hier zum Beispiel wohl. Da müsste auch noch was drin sein, was da gar nicht reingehört, ne? Und das sind Hatchlinge. Nee, Hatchling-Eier sind nicht. Haben wir woanders noch einen Container, das ist die Frage. Nee. Nee, ich weiß nicht, wo Mordrak das gesehen hat. Ich hoffe nicht, hier. Ach, hier sieht es ganz danach aus, als ob davor schon was passiert ist, oder? Ne, ist aber auch keiner drin. Mokmatit ist hier drin. Sieht eigentlich so aus, als ob das hier nicht das ist, was ich. Da sind Algen 0 Kilo drin. Samen sind da drin, aber keine Eier. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist, wo Mordrak das. Gesehen hat. Tiereier, 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 Rohmaterialien. Warte mal, Tiereier habe ich aber nicht gesehen. Da unten, nee, ist kein Haken dran. Auch kein Haken dran. Auch kein Haken dran. Auch kein Haken dran. Und auch kein Haken dran. Hm, jetzt weiß ich nicht, wo die Tiereier sind. Ja, ach, hier oben ist noch einer. Tiereier, Hatchlinge. Dann mal da raus, bitte. Und dann wieder da rein. Also die können ja hier raus und können dann hier sich hier diese einbuddeln. Das ist ja das Wichtigste. Da sollten wir jetzt hier im hinteren Bereich natürlich auch die unterste Schicht vielleicht für die Hatchlinge lassen, weil die buddeln sich doch in der Erde rein, ne? Oder wie war das? Das müssen wir vielleicht dann lassen. Gut, wird aber gut sein, denke ich mal. Gut, dann würde ich sagen, isolierter Ziegel, ja, müssen wir mal gerade nach Temperatur gucken, würde da Sinn machen. Okay, das ist hier hinten, sehr weit hinten. Also rein theoretisch müsste das ein isolierter Ziegel werden und hier auch, ne? Und das machen wir mal ruhig bis hier jetzt gerade und gucken mal, dass wir das so erstmal machen. Ne, hier vielleicht nicht, ne, oder? Ne, die Wärme, da werde ich das jetzt erstmal nochmal weglassen. Abbruch für diese Etage, das lassen wir weg, da kommen normale Ziegel hin. Das machen wir so und das machen wir auch so. Dies müssen wir mal in Kauf nehmen, dass das da drin ist. Das war Chlorgas, naja, ist doof, aber können wir jetzt gerade nicht ändern. Wir müssen aber auch erstmal noch nicht so weit graben, denke ich mal, oder? Brech den hier mal nochmal ab. Und das auch weg. Und dann würde ich sagen, graben wir erstmal hier diese zwei Schichten. Ich hoffe, ich habe es nächstes Mal nicht vergessen, das hier zu machen, ne? Hier sollen die Hatchlinge ihre Erde haben, wo sie reingehen, ne? Da gehen die doch immer rein, oder wie war das? Ich weiß es aber nicht 100%, aber wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Tieraussetzer ist hier.
Na, wenn ich da ein Pufflet aussetze, aber wer fängt den? Den fängt doch keiner. Kann man doch nicht fangen, oder wie war das? Oh, schnell die Tür zu, er ist schon einen Raum weiter. Schnell Auto. Prio 9. Oh, er fliegt gerade noch so nebenher, ne? Und öffnen. Und hoffe, dass er dann... kann da einer mal schnell die Tür zumachen, weißt du was? Das gibt jetzt einen gelben Alarm dafür. Nee, da nicht, da. Zack, mach einer die Tür sofort zu. Ey, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Jetzt ist er in der Schleuse, sag schon, drinnen gesperrt. Jetzt kommt er da nicht raus, ne? Eingesperrt, ja. Oh. Wenn ich jetzt öffne, dann fliegt er natürlich nach links, wetten. Komm, das machen wir. Öffnen haben wir auch schon. Dann kannst du hier auch schon öffnen machen. War das hier lang? Nee, war es gar nicht. Das heißt, da lang öffnen. Da geht es gar nicht durch, sehe ich gerade. Na super. Das heißt, das kannst du auf Auto lassen. Er soll dann hier lang fliegen. Ja, dann muss er da lang fliegen. Ist halt so. Und dann kommt er hier oder hier hin. So wollen wir es machen, ne? Ja, vielleicht macht das jetzt einer mal nochmal wieder auf, hier mit dem gelben Alarm. Doof gelaufen irgendwie, ne? Aber was willst du machen? Und Auto sofort wieder gemacht, weil er zum Glück in die richtige Richtung ist. Kann jetzt einer wieder die Tür schnell schließen, bevor er da wieder reinfliegt. Okay, das hat schon mal funktioniert. So. Und dieser hier kann auch auf 9, damit das einer aufmacht, damit es dann vorangeht. Hier wäre jetzt tatsächlich zu überlegen, dass wir da eine Schleuse machen, ne? Ja, machen wir. Zerlegen. Zerlegen. Und das Ganze auch schnell zerlegen, denke ich. Leiter zerlegen auf Prio 9. Rutschstange zerlegen auf Prio 9. So, alle schlafen. Hier können wir noch ein Level-Up machen. Drei Stück so, ne, vier sogar. Hier ist gut. Das ist schon alles ausgewählt, das ist auch ausgewählt. Ja, dann ist eigentlich der Weg dahin, ne? Oder? Schutzanzug, Nachhaltigkeitsschulung haben wir jetzt gemacht. Hier. Ist schon ausgewählt. Unser Koch kann auch schon toll grillen. Das passt auch. Und wir sind schon hier. Also das heißt, der nächste Schritt ist der. Dann haben wir Stinky. Stinky ist schon soweit, der kann schon Raketensteuerung machen. Ah, Raketennavigation kann er auch machen. Na, dann kriegt er die auch. Das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber jetzt ist es durch. Egal. Obwohl, wir können den Wascher ja da machen, oder wie hieß der, ne? Komm hier, zack, Sanitärtechnik ist sein Lieblingsgebiet. Machen wir auch. Gut, läuft. Der schläft. Alle schlafen. Dieses Bett ist... Da oben sind noch zwei Betten frei. Wir haben hier noch ein drittes sozusagen dann. Würde ich jetzt auch tatsächlich schon mal drüber nachdenken, das auszuhöhlen. Ach so, aushöhlen geht hier. Ja, mach mal ruhig so. Und dann so. Ich glaube, wenn wir das so machen, dann kann er da auch hin, derjenige, ne? Der kommt hier hochgeklettert dann. Läuft erstmal. Lassen wir mal so machen. Mal gucken, was daraus wird. Hier fehlt der Strom, ist klar. Hier ist die Batterie. Da fehlt der Anschluss sogar. Okay, dann müssen wir mal gerade nach Strom gucken. Hatte Mordrak natürlich auch gesagt hier mit Kohle. Soll ich hier rechts irgendwie aufblitzen lassen? Schmutzwurzeln, das braucht hier gar nicht drin sein. Pufflet Ei haben wir 0 Einheiten. Okay, Nährstoffriegel. Mehllaus. Lass mal irgendwo anders gucken. Hier sieht es besser aus. Zeige alle 65. Die brauche ich nicht, oder? Eingelegte Mahlzeiten brauche ich da auch nicht sehen.
Knorpelbeere brauche ich da nicht sehen, Mehlaus brauche ich da nicht sehen, Schmutzwurzel brauche ich nicht sehen, Barbecue brauche ich auch nicht sehen. Was, erstmal gerade vielleicht gucken, was wir alles rausnehmen. Kupfererz, ja doch, das ist ganz interessant zu wissen. Erde, Ton brauchen wir nicht, Glas, nee, Alge brauchen wir, ja, Eierschale, Schleim, verrotteter Haufen, nee, Sandstein, Magmatit, Granit, das brauchen wir alle nicht. Die Samen brauchen wir auch nicht, Tiereier, sind jetzt Hatchlinge da. Ach, wäre eigentlich ganz interessant, alle zu sehen, ne, oder? Aber das bringt nichts. Nein, das bringt alles nichts. Pufflet-Eier gucken wir und... So, Kohle hatte Mordrak gesagt, sollten wir auf jeden Fall beinehmen. Kupfer haben wir da auch noch stehen, okay. Gehen wir gerade... Wohin, wo ich es lesen kann. Da, Alge, Blitzblank, Pufflet-Ei. Das... Blitzblank, Pufflet-Ei, das ist aber hier... Wo ist denn das hier? Da unten. Jetzt ist es weg, okay. Hatchling-Ei hatten wir gesagt und Pufflet-Ei hatten wir gesagt, okay. Wenn ich das wegnehme, kommt das nach oben? Ne, kommt auch wieder nach unten dann, okay. Alge, Kohle, Kupfer, Kupfererz. Ja, ist vielleicht ganz interessant, das Kupfer zu sehen. Eis brauchen wir nicht, ob sie... Ne, ich glaube, das war es dann auch so, oder? Samen. Ja. Oxyfarmsamen, das wäre ja noch ganz interessant. Den müssten wir nämlich... Ach, die kommen da auch jetzt. Ist alles gut. Brauchen wir nicht. Algen haben wir. Da ist nichts bei. Erde und Ton brauchen wir nicht. Kupfererz hatten wir gesagt. Eisenerz. Nee, Medizinpackungen. Ja, Heilpölder. Nee, Phosphorit, Dünger. Nee, Graupelweizenkorn, rohes Ei. Ja, das wäre schon wichtig zu sehen, dass irgendwo eins liegt, wenn, ne? Weil das vergammelt dann, aber ach, das ist zu spät, wenn es vergammelt ist. Wo liegt denn da Sauerstoffmaske? Okay. Holz. Wasser, verschmutztes Wasser, Sand. Nee, das ist alles nicht... Das Essen brauche ich auch nicht wissen. Das Essen sehe ich hier als Gesamtzahl. 37.000 ist auch okay, geht. Oh, hier ist so ein Salbei-Hedge, okay. Was brachte der denn noch hier so? Was brachte der an besondere Sachen rein? Fleisch bringt der so, ist klar. Und macht aus Erde Kohle. Sehr gut. Aber der müsste erstmal Erde dann haben, ne? Aber den können wir ja fangen, ne, oder? Ach, da sind auch noch zwei. Ach, den haben wir keinen, der das fangen, der den fangen kann wahrscheinlich, kann das sein. So, jetzt müssen wir ganz schnell hier noch eine Schleuse bauen, sehe ich gerade. Die muss da hin, damit der da nicht hochfliegen kann. Wetten der ist eher dadurch, wie die da gebaut ist. So, zack. So, hier wollen wir auch was ändern noch, ne, sehe ich gerade. Hm. Das würde bedeuten, wir müssten eigentlich hier unten dann anfangen... Mit dem Ziegel, ne? Ja, lass die mal. Die drei müssten so gebaut werden können. Dann läuft einer da sicherlich rein, dass es nicht so dolle ist, aber es ist dann okay. Die ertrinken jetzt bald hier dann, oder? Wie sehe ich das? Hm, auch nicht so praktikabel. Wieso läuft das hier nicht? Weil kein Strom da ist. Das hatte uns jetzt ja tatsächlich schon der Mordrak gesagt, dass Strom ein Problem wird. Der läuft aber. Und der da oben oder die da oben? Ne, da war einer, ne? Ja, läuft auch und Batterie ist auch. Eigentlich sieht es mit dem Strom gar nicht so schlecht aus. Ich weiß aber gerade nicht, warum keiner hier ist. Warum ist hier kein Strom? Ist hier irgendwo was unterbrochen? Wahrscheinlich, ne, oder? Warum kommt jetzt hier kein Strom an? Hier funktioniert es ja auch, oder? Und die Batterie ist zu wenig Strom unterwegs, oder was? Aktuelle Last, potenzielle Last. Es ist 600 und 600, passt.
Ja, jetzt ist hier zu viel. Das kann ich dann noch akzeptieren. Aber warum ist jetzt hier kein Strom? Das sind doch alles Leitungen, die da sind, oder? Potenzielle Last 1100 Watt, okay. Wo ist denn hier unser Problem? Wahrscheinlich ganz hier hinten alles, ne? Was haben wir denn hier? Blitzblank Puffei. Blitzblank Puffei. Puffprinz. Okay, aber es geht noch keiner da runter, obwohl es hier schon frei ist. Schade, ne? Wäre schön, wenn da welche runter schaffen. Puffprinz. Puffprinz Ei. Was macht denn der Puff? Was scheidet der aus? Schleim auch. Ach so, wenn der Chlorgas kriegt, dann braucht er Bleistein. Und wenn er Sauerstoff kriegt, dann kriegt er Oxalit. Auch interessant, ne? Blitzblank, Puffs sind nicht aggressive Kategorien, die mit jedem Atemzug Klumpen von Bleistein ausscheiden. Okay. Das ist ja jetzt hier das Ei davon, ne? Okay. Okay. Und dann gibt es auch noch einen Pop-Up. Guck mal hier, jetzt ist hier das runtergefallen. Ach, jetzt ist das sofort aufgebraucht. Das ist das Problem. Das heißt, wenn du sowas hast, dann musst du Wasser unten runter haben, damit das funktioniert, wa? Weil im Wasser löst sich das Oxalid ja da nicht auf. Auch krass, oder? Ja, Oxalid fällt raus. Ja, okay. Da muss man dann nochmal genau überlegen, was wir da machen, ne? Das ist ja dann eine schwierige Aktion, aber die werden wir jetzt nicht gerade lösen können. Eigentlich wollte ich ja nur die haben, weil die Stein produzieren. Schleim, nicht Stein. Die wären eigentlich richtig gut gewesen, ne? Forschung abgeschlossen, das ist aber schon älter, ne? Ich hatte doch schon wieder letztens das Krankenhaus da angeschoben, ne? Wo ist die Forschung? Da, ja, passt. Das ist erstmal gut. Ja, wir haben hier irgendwo viel zum Aufräumen, aber es räumt keiner auf, ne? Die Masken sind alle schön hier auch unterwegs. Höre ich jetzt irgendwo einen wischen oder was? Nee, das ist was anderes. Das Geräusch hört sich an wie Wischen, ist aber kein Wischen. Okay, die Schleuse ist schon mal fertig. Jetzt kann der kleine Puff jetzt hier dann da runter, ne? Und der müsste hier unten lang. Und die Schleuse gibt's nicht. Auch gut. Oh, das ging ja aber fix, ne? Das bedeutet, wir können jetzt hier mal gerade zerlegen. Ah ne, das zerlegen wäre jetzt schlecht, wenn es. Ah ne, das. Ne, warte mal. Da schnell einen Ziegel hinsagen. Den Ziegel aber mit 9. Und den hier zerlegen auch mit 9. Damit der die schmutzige Luft hier nicht so schnell raus kann, oder? Und darunter können wir schon graben. Ne, zerlegen auch machen. Gut, oder? Warte mal, wir können das aber mal checken. Können wir das noch abbrechen? Ja, ne? Genau. Können mal checken, ob wir das so diagonal dann schaffen. Vielleicht kommt da nichts raus, aber wir können es bauen. Weiß ich aber nicht. So, das mit dem Strom ist immer noch ein Problem jetzt hier. Alternativquellen. Und der Sauerstoff soll runterfallen. Oh, guck mal, das hat schon geklappt hier. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier gerade eine Leiter haben, damit die da runter können, die weiteren Steine machen können, ne? Hier sind schon weitere Container zu bauen. Okay. Vielleicht sollten wir da. Aber wir können erstmal hier. Die Forschung ist ja schon wieder ein Stück weiter, ne? Flüssigkeitssensor. Keimsensor. Rohrkeimsensor. Ach, das Krankenhaus ist auch schon fertig. Okay, das ging jetzt aber flott. Das Whirlpool ist fertig. Sehr gut. Und hier ist der Keimsensor fertig. Automatismen, okay. Ja, komm, dann das Whirlpool kann man tatsächlich auch bauen, ne? Wo war es jetzt? Möbel. Was braucht man dafür? Dekor plus 10%. Dekor plus 10, Überhitzungstemperatur plus 50. Thermisch reaktiv. Ne, das ist dann egal, glaube ich, oder?
Das würde ich denen ja jetzt erstmal hier schön anbieten, irgendwo das Whirlpool. In der Nähe ihrer Dingens vielleicht. Vielleicht hier. Ja, das Whirlpool braucht schon wieder Anschlüsse, sehe ich gerade. Ach, doof. Warten wir das Whirlpool dann doch noch erst ab, oder? Aber hier bauen wir was falsch. Kann das sein? Warum steht hier ein Bett drin? Das musste da hin, ey. Oh, da hat ja gut geklappt, oder? Okay. Warum ist hier jetzt ein Ziegel? Ach, wegen der Schleuse. Ach, das haben wir alles so ein bisschen weiter nach hinten gebaut. Das bedeutet, hier muss der Waschzuber hin. Medizin. Wo ist die Medizin? Da ist die Medizin. Waschzuber wäre jetzt hier. Und hier. Und dann kommt da noch die Dusche hin. Die ist bei Sanitär zu finden. Aber erst die Toilette, aber auch Sanitär. Sanitär. Und dann die Dusche. Dann passt das schon mal. Okay. Forschung ist doch abgeschlossen dann, ne? Ja, das war aber schon noch zwischendurch. Okay, dann gucken wir schnell noch nach der Forschung. Was haben wir hier? Oxalid-Raffinerie, Molekularschmiede und Trinkwassersprudler. Ja, der wäre vielleicht ganz cool. Jet-Anzugmuster. Jet-Anzug-Kontrollstelle und Jet-Anzug-Dock. Okay. Strand. Wie heißt das? Strandliege. Ach, Strandliege. Okay. Was haben wir hier noch? Okay. Ja, da haben wir noch einige Dinge zu tun. Signalzähler und so, ja. Und hier unten, was haben wir hier? Weltraumscanner, Teleskop, okay. Ich glaube, wir machen mal hier erstmal diese Steine und wir müssen die Deko definitiv jetzt mal pushen. Die Herzchen, die reichen ja nicht mehr. Kriegen wir aber auf Dauer auch noch hin. Wie sieht es denn so mit dem Sauerstoff gerade noch aus? Jetzt kann ich scrollen. Okay, der Sauerstoff zieht hier auf jeden Fall überall hoch, wo man da auch hochgehen könnte. Hier sieht es natürlich auch cool aus. Ah, hier können wir weiter hochgucken. Das ist jetzt nur Kohlendioxid, das wäre egal erstmal. Sandstein, 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 Magmatit, unbekannt. Das heißt, wir können mit der Leiter eigentlich da einfach mal hochgehen noch, um weiteres zu entdecken, ne? Ich glaube, da war... Ja, das reicht erstmal dann. Dann haben wir auch noch genug zu tun erstmal. Okay, hier wurde schon, ach so, weil das Algen waren, wurde das schon rausgebaut. Das passt ja dann. Hier ist auch noch kalt genug. Ja, da haben wir einen falschen Ziegel reingesetzt, wie wir gerade sehen. Ist vielleicht nicht so ideal. Hier sind 25,6 Grad minus. Das ist schon mal kalt, ne? Das ist Eisenerz. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen, ne? Rutschstange ist bis da. Hier ist aber irgendwas mit Sauerstoff gerade ein Problem. Wie geht's denn weiter nach unten? Geht's hier weiter nach unten? Ah, da ist ein Vulkan. Oder was auch immer das ist. Bau das mal weiter, damit wir sehen, was da auf dem Neutronium steht. Und der ist hier Erdgas, ne? Ja. Den müssten wir eigentlich kriegen, ne? Dann haben wir Erdgas eine gute Quelle für Strom zu machen, oder? Das wischen wir mal weg. Hier ist jetzt die Leiter zwar gebaut, aber der Rest noch nicht fertig. Dann müssen wir noch das Becken für bauen, dass das Wasser da abgelassen werden kann. Das wird auch noch eine Weile dauern. Okay, ich würde aber sagen, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.